herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde die Woche in Bremen verbringen, weil ich eine Wiederaufnahme von einem Tanzstück habe und dachte mir, ich werde euch mal ein bisschen durch die Woche mitnehmen. Und jetzt wird erstmal noch ein bisschen geprobt, bevor es dann morgen nach Bremen geht. Ich habe vorhin schon meine Tasche und meinen Rucksack fertig gepackt und werde jetzt gleich zum Bahnhof fahren und dann geht's los nach Bremen. Ich bin irgendwie immer ein bisschen aufgeregt und habe auch immer, wenn ich irgendwo hinfahre, das Gefühl, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Aber eigentlich glaube ich, dass ich alles habe und dann geht's jetzt gleich los. Ich bin gestern gut hier in Bremen angekommen und war dann noch einkaufen, habe was für meine Masterarbeit gemacht und so ein, zwei Seiten geschrieben, weil ich irgendwie sehr motiviert war plötzlich und habe dann abends noch ein bisschen gelesen. Und jetzt werde ich gleich mal aufstehen. Irgendwie bin ich noch sehr müde, weil ich vor Aufregung kaum geschlafen habe. Ich war so unruhig und konnte gar nicht einschlafen. Aber gleich werde ich mir erstmal einen Tee machen und dann in Ruhe in den Tag starten. Mich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen auch an meine Masterarbeit setzen. Und dann möchte ich später auch noch ein bisschen spazieren gehen, weil hier direkt auch ein Fluss ist und das mag ich immer total gerne. Und dann beginnt um 15 Uhr die Probe und ich bin sehr gespannt, wie das wird und wie das so klappt. Aber ich freue mich auch sehr darauf. Ich schlafe hier in so einem Hochbett und wenn man hier aus dem Fenster schaut, dann sieht man da hinten auch schon den Fluss. Das finde ich richtig schön. Ich bin sehr gespannt und auch irgendwie sehr aufgeregt, wie das so wird. Heute Abend haben wir dann auch den ersten Durchlauf schon und ich bin sehr gespannt. So, der erste Probentag ist geschafft und es lief eigentlich ganz gut. Also ich finde es immer total faszinierend und beeindruckend, wie das Stück noch in unserem Körper gespeichert ist. Also die ganzen Bewegungen und auch die Texte und der ganze Ablauf, dass es noch so präsent ist, weil wir das jetzt ja auch schon ein paar Monate lang nicht mehr gemacht haben. Also natürlich so Kleinigkeiten, an die kann man sich nicht mehr so erinnern, aber so an das Große und Ganze schon. Und das finde ich irgendwie total faszinierend und zum Glück ist es so, weil wir ja nur zwei Probentage haben und bei dem Durchlauf sind natürlich nicht alle Sachen perfekt gelaufen und ich ärgere mich dann auch immer sehr darüber. Aber es war
Der erste Durchlauf nach einer langen Zeit, also war das schon okay so und ich bin gespannt, wie es morgen läuft. Ich werde jetzt erstmal noch meinen Tee austrinken und ein bisschen lesen und dann geht's ab ins Bett und es wird ausgeruht und geschlafen. Schon recht produktiv und habe ein bisschen an meiner Masterarbeit weitergeschrieben. Irgendwie komme ich hier besser voran als gedacht. Also irgendwie bin ich hier viel motivierter und habe jetzt in den letzten Tagen schon einiges geschrieben. Das erleichtert mich sehr. Dann war ich vorhin noch spazieren, aber diesmal nicht so lang, weil es immer stärker angefangen hat zu regnen. Aber es war trotzdem ganz schön, ein bisschen nach draußen zu kommen und frische Luft zu schnappen. Jetzt ist mir irgendwie sehr kalt, deshalb werde ich mir entweder gleich einen Tee machen oder schon mal Mittagessen. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich danach machen werde, ob ich mich nochmal an meinen Laptop setzen werde, um noch weiter produktiv zu sein, oder ob ich mich einfach mit einem Buch aufs Sofa setzen werde und darauf warte, dass heute Nachmittag die Probe beginnt. Ich habe gestern Abend noch das Buch Kleine Engel beendet von Daniel Kohlhaas. Vorher hatte ich irgendwie schon so 40, 50 Seiten gelesen und dann habe ich auf der Hinfahrt hierher ja einiges gelesen und das Buch ist so geschrieben, dass man überhaupt nicht aufhören möchte und sich immer denkt, oh, noch ein Kapitel und noch ein Kapitel und eigentlich am liebsten das ganze Buch direkt lesen möchte. Und es hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen. Aber da werde ich in meinem nächsten Lesemonat noch mehr drüber erzählen. Und als nächstes werde ich von Ursula Posnanski 5 lesen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Also vielleicht werde ich dann auch gleich einfach lieber lesen, als noch irgendwas Produktives zu tun. Guten Morgen. Jetzt ist schon Freitag. Die Zeit ist irgendwie doch sehr schnell vergangen. Das heißt, heute Abend ist dann schon die erste Vorstellung und ich bin schon sehr doll aufgeregt. Gestern die Generalprobe ist ganz gut gelaufen und danach habe ich noch das Buch von Posnanski angefangen. 5. Bisher gefällt es mir ganz gut. Also ich habe jetzt die ersten 100 Seiten gestern Abend noch gelesen. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Und jetzt muss ich mal aufstehen. Ich bin sehr unmotiviert, heute Morgen aufzustehen, weil mein ganzer Körper auch wehtut und ich überall Muskelkater habe. Aber ich muss jetzt gleich mal ein bisschen produktiv sein und mich weiter in meine Masterarbeit setzen. Und dann will ich später auch, so wie jetzt jeden Tag, ein bisschen spazieren gehen und es ausnutzen, dass ich hier einen Fluss habe, weil ich das immer total mag, irgendwie so an einem Fluss oder See spazieren zu gehen. Und das fehlt mir zu Hause auch so ein bisschen, weil wir da keinen Fluss oder See in der Nähe haben. Und dann muss ich erst heute Spätnachmittag zum Theater rübergehen. Und dann ist auch schon die Vorstellung. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich hoffe, es wird gut. Bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll aufgeregt. Es ist jetzt 5 Uhr, das heißt, in 2 Stunden beginnt die Vorstellung. In einer halben Stunde treffen wir uns dann schon mal und ich bin so doll aufgeregt, vor allem weil ich vorhin auch noch erfahren habe, dass auch eine Person, die ich kenne, zuschauen wird. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet und irgendwie bin ich dann immer noch mehr aufgeregt, wenn ich jemanden im Publikum kenne. Ich habe mir jetzt noch eine Mutschokolade gemacht und werde die jetzt noch in Ruhe trinken und dann muss ich auch schon langsam rübergehen ins Theater.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird und hoffe natürlich, dass alles gut klappt und freue mich und bin sehr aufgeregt. Die erste Vorstellung ist geschafft und es hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Da bin ich sehr erleichtert drüber und es hat auch Spaß gemacht. Jetzt bin ich wieder in meinem Turmzimmer angekommen und irgendwie bin ich noch total unruhig innerlich von der Aufregung und ich glaube, es ist auch schon wieder Aufregung da, weil wir morgen ja noch eine Vorstellung haben. Und gleichzeitig bin ich auch geschafft, auch von der Aufregung und auch, weil es auch einfach anstrengend ist, so eine Stunde zu tanzen. Deshalb weiß ich noch nicht, was ich jetzt machen werde. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch einen entspannten Abend machen und wahrscheinlich wieder einen Tee trinken. Und ich weiß nicht, ob ich die Konzentration habe, um zu lesen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe keine Konzentration dafür heute Abend. Aber mal schauen. Ich werde mich gleich erstmal umziehen und dann vielleicht habe ich dann ja doch noch Lust zu lesen. Meine Familie hat mir ein kleines Geschenk mitgegeben, weil sie leider nicht bei der Aufführung zuschauen können. Also sie haben das Stück schon beim letzten Mal gesehen. Und ich habe jetzt vorhin die Kleinigkeit ausgepackt und da war einmal eine Karte drin, weil du toll bist. Dann eine Kinderschokolade, wo drauf steht, ich glaube an dich und toi toi toi. Und dann richtig süß von Katjes, eine neue Sorte. Und zwar sind das so kleine Rosen. Und da steht drauf, Blumen nach dem Auftritt. Also das hat meine Mama hier draufgeklebt, weil die mir sonst immer Blumen nach dem Auftritt mitbringen. Und das geht dann ja jetzt nicht, weil sie nicht hier sind. Und dann habe ich diesmal Rosen zum Essen. Richtig schön. Vorstellung ist jetzt auch geschafft und es war eigentlich ganz gut, glaube ich. Also es gab ein paar Kleinigkeiten, die nicht perfekt waren, aber das gehört ja irgendwie auch immer mit dazu und wir sind, würde ich sagen, ganz gut damit umgegangen und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht und ich finde es vor allem auch schön zu wissen, dass wir das Stück irgendwann auch nochmal wieder aufführen werden und es jetzt nicht das letzte Mal war. Morgen geht es dann für mich wieder nach Hause und irgendwie finde ich, ist es immer voll komisch, wenn man so die Zeit über hier ist. Das ist immer so wie in so einer anderen Welt und dann ist es immer voll komisch, danach wieder im normalen Alltag anzukommen, finde ich. Aber so ist es nun mal. Und ja, jetzt werde ich gleich mich fertig machen und schlafen gehen, weil ich auch sehr geschafft bin. Und dann nehme ich morgen früh den Zug nach Hause.